Kagawa, Pulisic, Larsen, Castro. Also. Geht so gut weiter wie beim letzten Testspiel gegen Eindhoven. Und da noch wunderbar drüber geschippt über Torhüter Hubert Guillaume. Christian Pulisic. Ein absolutes Juwel bei Borussia Dortmund. Da ist Jakob Bruun-Larsen gegen Alexander Scholz. Hat er schön gemacht, aber Scholz setzt sich dann doch durch, der Däne. Also nicht nur Schürrle hat Luft nach oben, auch Shinji Kagawa. So, jetzt Schürrle. Was macht da? Schade. Das hätte halt auch mal gut getan, auch wenn es nur in Anführungsstrichen ein Freundschaftsspiel ist. Aber solche Tore braucht André Schürrle, um auch wieder Selbstbewusstsein aufzubauen. Selbstvertrauen. Hier, das macht er richtig gut. Dann schaut er nur auf den Ball, kurzer Blick Richtung Torhüter. Er macht das auch richtig. Champions League-Sieger. Schönes Tor, klasse. Lange Eck, wunderbar verwandelt. 2:0 für die Dortmunder. Und da freut er sich, der rechte Außenverteidiger, der auch offensiv spielen kann, Felix Paslak. Auch erst 18 Jahre alt. Außenverteidiger oder auch im offensiven Mittelfeld, rechts außen. Schauen wir nochmal hin. Da umkurvt er wunderbar die Abwehr der Belgier und dann perfekt verwandelt mit rechts ins lange Eck. Beim 8:4 in der Champions League gegen Warschau war er. Ramos. Mann, das ist doch mal ein Einstand. Sehr schön. Rafael Guerrero. Er kam und traf die Vorarbeit von Mikel Merino. Dann lässt der Guillaume den Ball abklatschen. Und das Tor durch Rafael Guerrero hat in der Liga auch schon 2 Tore gemacht und 3 vorbereitet. Und das bei 8 Einsätzen. Da sehen Sie mal das ganze Potenzial von Rafael Guerrero. So, hier der Schuss, dann der Abpraller nach vorne, der Schuss von Merino. Spanier für